Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 hält fest, dass jeder Mensch als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit, das Recht auf Bildung und das Recht auf Arbeit unter gerechten und befriedigenden Bedingungen hat. Wir alle wissen, dass die Realität weit davon entfernt ist und dass hier besondere Anstrengungen unternommen werden müssen, um dem globalen Ungleichgewicht zu begegnen. Hier sind Projekte der Genossenschaft Kalkbreite Zürich, Raumlabor Berlin und Schlesische 27, Robust Architecture Workshop und Kere Architecture zu sehen. Wir wollen uns das Projekt von Kere Architecture etwas genauer anschauen. Francis Kere, der Architekt, stammt aus Burkina Faso und hat seine Ausbildung in Berlin gemacht. Und er ist jemand, der zwischen diesen beiden Welten hin und her wechselt die ganze Zeit. Das heißt, er betreibt sein Büro in Berlin, auch mit Aufträgen aus der westlichen Welt, sei es, dass er in London ein Pavillon baut oder andere wichtige Projekte. Und gleichzeitig geht er regelmäßig nach Burkina Faso zurück und arbeitet mit Dorfgemeinschaften in der Gegend, aus der er kommt, zusammen. Es gibt eine ganz berühmte Schulgründung von ihm, Gando, die sehr häufig gezeigt worden ist. Wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben uns gemeinsam entschlossen, in dieser Ausstellung die Lycée Georges zu zeigen, ein Gymnasium in Burkina Faso. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung. Es ist formal, architektonisch ein unglaublich überzeugendes Projekt. Und was aber das Spannende daran ist, dass er wirklich in Workshops mit der Bevölkerung dort zusammenarbeitet, um die Bedürfnisse zu definieren und dass die Bevölkerung auch bei dem Bau mithilft. Und das geht hier so weit, dass das Baumaterial, diese Lateritsteine, vor Ort gefertigt werden. Das heißt, es wird möglichst viel einheimisches Material verwendet und das wird dann mit Know-how aus dem Westen sozusagen gemischt, damit diese Gebäude optimal funktionieren. Wir sehen hier also so eine Art runde Struktur, so ein bisschen zackig wie ein Stern fast, in denen die Klassenräume eingebettet sind und sie sich gleichzeitig um einen großen Hof schließen, der natürlich der Gemeinschaft, dem Gemeinschaftsgefühl auch dient. Gleichzeitig ist natürlich ganz wichtig, gehen wir von großer Hitze aus, dass das so gebaut ist, dass das mit möglichst keiner Klimatisierung auskommt. Und Klimatisierung gibt es hier höchstens für den Computerraum und die Arztpraxis, die da drin ist. Und ansonsten, erstens, dieser dort gefertigte Stein ist ein idealer Ausgleich zwischen Hitze und Kühle. Das heißt, er verhält sich klimatisch perfekt. Dann sehen wir, das Dach ist ein bisschen angehoben, sodass die Luft darunter zirkulieren kann, zwischen innen und außen. Es gibt eine Vorfassade, wir sehen einerseits diese Steinfassade und andererseits aus Eukalyptusholz wie so eine zweite Fassade, die natürlich nochmal Schatten spendet und auch hier der Luftzirkulation dient und gleichzeitig auch nochmal so ein, wie würde ich sagen, semi-öffentlicher Raum ist. Und alles das zusammen, inklusive des Schulmobiliars, was dann aus Bauresten gefertigt worden ist, gibt etwas, was wirklich gut funktioniert. Und andererseits sehen wir dort ganz ausgetüftelte Klimadiagramme, die zeigen, wie sich die Luft da bewegt. All das zusammen gibt etwas, mit dem sich die Bevölkerung dort so identifiziert, dass inzwischen viele Menschen aus der Gegend sich rund um die Schule angesiedelt haben, weil sie eine Infrastruktur und ein Anziehungspunkt ist, der allen dient.